Dem Geld zum Bankier folgen. Eliminieren und fliehen. Den Bankier unbemerkt von einer Bank aus eliminieren. Okay. Das ist auch mal interessant. Sagt Claudia, der Bankier ist hier. Tauchen sie bei den Kurtisanen unter, weil die Kurtisanen sehen genauso aus. Ich meine es wohl, die Börsen werden nicht hohl. Preise wie diese habt ihr noch nie gesehen, gute Leute. So geht's doch auch. Sind zwar keine Kurtisanen, aber gute Bürger Roms. Anscheinend kommen wieder mehr. Dann nehmen wir sie halt mit. Eine Leidensvisitation. Für den Bankier. Hallöchen. Grüezi. Was dagegen, wenn ich mitkomme? Was? Wie? Ich meine, nein, entdeckt. Die Kurtisanen haben Dolche. Nice. Schauen wir mal, vielleicht hilft es ja trotzdem noch. Warnung, Sperrgebiet. Wir sind zunächst drin. Hallöchen. Grüezi. Was dagegen, wenn ich mitkomme? Ja, ich meine, nein, habe ich nicht. Ich war noch nie im Trastevere bisher. Ach ja. Die alten Ruinen machen mich nervös. Ich beschütze euch. So, die Stelle. Eine schöne Kiste habt ihr da. Ist nicht meine. Aber ihr tragt sie doch in euren starken Armen. Wollt ihr mal anfassen? Und was sage ich dem Priester bei der Beichte? Was denn? Ich kann gar nicht so schnell weg. Ah ja, wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon hin. Aber ich fürchte, ich muss leider diese Mission in zwei von. Für den Bankier. Bist du betrunken? Hallöchen. Grüezi. Was dagegen, wenn ich mitkomme? Ja, ich meine, nein, habe ich nicht. Ich war noch nie im Trastevere bisher. Die alten Ruinen machen mich nervös. Ich beschütze euch. Na klar. Eine schöne Kiste habt ihr da. Ist nicht meine. Aber ihr tragt sie doch in euren starken Armen. Wollt ihr mal anfassen? Und was sage ich dem Priester bei der Beichte? Ach verdammt, jetzt hat er sich genau da umgedreht. So ein Mist. Aber die Idee ist gar nicht mal schlecht, die Wachen nacheinander zu eliminieren. Dann sind sie nämlich weg. Aber klar, ist natürlich der Bankierskurier ein Kreuzer. Hallöchen. Grüezi. Was dagegen, wenn ich mitkomme? Ja, ich meine, nein, habe ich nicht. Ich war noch nie im Trastevere bisher. Die alten Ruinen machen mich nervös. Ich beschütze euch. Na klar. Eine schöne Kiste habt ihr da. Ist nicht meine. Aber ihr tragt sie doch in. Was? Wer muss jetzt. Okay, das kriegen wir so nicht hin. Ja, eine Wache eliminieren ist gut. Die zweite Wache ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Für den Bankier. Ja, geh halt rein. Hallöchen.
Grazie. Was dagegen, wenn ich mitkomme? Ja, ich meine, nein, habe ich nicht. Ich war noch nie im Trastevere bisher. Die alten Ruinen machen mich nervös. Ich beschütze euch. Na klar, eine schöne Kiste habt ihr da. Ist nicht meine. Aber ihr tragt sie doch in euren starken Armen. Wollt ihr mal anfassen? Und was sage ich dem Priester bei der Beichte? Den darf ich übersehen. Ich glaube, das ist nicht die Mindestarmlänge. Es kribbelt mich schon beim Zusehen. Geld für euch, Bankier. Ich nehme das. Und das. Weggetreten. Wo ist nur mein Geldbeutel? Honoratissima. Willkommen auf meinem Fest. Ich bin Juan Borgia. Cesare spricht gleich im großen Saal, Eccellenza. Komm. Ich hoffe, du genießt den. Ja, Eccellenza, tue ich. Es gibt hier so viel zu sehen. Oh, gut. Ich heute keine Lust. Du möchtest du mal. Der älteste Anmachspruch der Welt. Möchtest du mal spielen? Wenn ich einen Apfel sehe, pflücke ich den Apfel. Niemand hält mich auf. Nun, kommt darauf an, wessen Baum es ist. Das verstehst du nicht, mein Kind. Versuch es doch mal. Mir gehören alle Bäume. Ach, verdammt! Dieser dumme Zivilist! Wir hätten ihn eliminiert bekommen, aber nein! Da muss natürlich irgendein Idiot seinen Kopf dazwischen halten. Ich hoffe, du genießt ihn. Ja, Eccellenza, und halt mit. Es gibt hier so viel zu sehen. Oh, gut. Ich scheute keine aus. Das sieht man. Die kleinen Dinge ich mir Leben machen, die machen so gut. Wenn ich einen Apfel sehe, pflücke ich den Apfel. Niemand hält mich auf. Nun, kommt darauf an, an wessen Baum es ist. Das verstehst du nicht, mein Kind. Mir gehören alle Bäume. Meinen? Ganz im Gegenteil. Ich habe nicht Geld von meiner Macht. Wie zum Teufel? Mehr noch. Ich will das. Na, ist okay. Wer sich dumm anstellt, der macht Dinge doppelt. Dreifach, vierfach, fünffach, 19-fach. Ich hoffe, so lange brauche ich nicht. Ich hoffe, du genießt den. Ja, kommt halt mit. Es gibt hier so viel zu sehen. Oh, gut. Ich scheute keine Mädchen. Das sieht man. Die feinen Dinge im Leben machen die Macht so lohnt. Wenn ich einen Apfel sehe, pflücke ich den Apfel. Niemand hält mich auf. Nun, kommt darauf an, wessen Baum es ist. Das verstehst du nicht. Mir gehören alle Bäume. Meine nicht. Ganz im Gegenteil. Ich sah dich Geld von meiner Wache stehlen. Dafür habe ich ja wohl einen Ritt frei bei dir. Mehr noch, ich will, dass du die ganze Nacht bleibst. Danke, dass ihr gekommen seid. Wir haben eine lange Nacht vor uns. Na, hallo. Wieso hast du jetzt auf die Fäuste gewechselt? Das war jetzt mal... Auf einmal wechselt er auf die Fäuste?
doch nett. Also den ganzen Kram normal, das Apfelgespräch ist ja gut. Ich hoffe, du genießt den. Ja, lass mich halt mitgehen. Es gibt hier so viel zu sehen. Oh, ich wollte keine Kosten. Das sieht man. Die feinen Dinge im Leben machen. Wir wissen jetzt schon, wir können ihn nicht eliminieren, indem wir Armbrustbolzen in den Rücken schießen. Niemand hält mich auf. Nun, kommt darauf an, wessen Baum es ist. Das verstehst du nicht, mein Kind. Mir gehören alle Bäume. Meine nicht. Ganz im Gegenteil. Ich sah dich Geld von meiner Wache stehlen. Dafür habe ich ja wohl einen Ritt frei. Mehr noch, ich will, dass du die ganze... Wieso hat er schon wieder... Danke, dass ihr gekommen seid. Wir haben eine lange Nacht vor uns. Was, wo, wie? Ich bin noch rechtzeitig weggehüpft. Ach Leute, das ist doch langweilig. Muss ich auf die linke Seite rüber? Jeden, der sich das antun muss, ist du bereit. Ich hoffe, du genießt den. Ja, geht halt weg. Es gibt hier so viel zu sehen. Oh, gut. Ich scheute keine Kosten. Das sieht man. Die feinen Dinge im Leben. Was? Die komplette Fraktion ist jetzt auf einmal verloren? Das gibt's ja nicht. Niemand hält mich auf. Nun, kommt darauf an, wessen Baum es ist. Das verstehst du nicht, mein Kind. Mir gehören jetzt haben alle Dürren in der Beine und jetzt können wir auch die Beine machen. Distracten. Ganz im Gegenteil. Ich sah dich Geld von meiner Wache stehlen. Dafür habe ich ja wohl was? Einen Ritt frei bei dir. Jetzt mehr noch, ich will, dass du die ganze Nacht bleibst. Wir haben eine lange Nacht vor uns. Wo ist die nächste Fraktion, bitte? Sind wir jetzt entdeckt? Nee, das ist nicht so schön, wenn es Glück gehabt. Puh. Wie könnte ich meine Siege besser zelebrieren, als mich unter das Volk zu mischen? Oder mit dem Volk. Bald treffen wir uns hier wieder und feiern ein vereintes Italien. Und dann dauert das Fest 40 Tage und 40 Nächte. Cominciamo! Ora! Wir waren nie einig, Italien zu erobern. Wenn euer brillanter Generalhauptmann sagt, wir schaffen es, dann lasst es doch einfach geschehen. Ihr riskiert das empfindliche Gleichgewicht der Kräfte, das so schwer herzustellen war. Ich begrüße, was ihr für mich getan habt. Doch ich führe das Heer, also entscheide ich auch. Schaut mich nicht so an. Genießt den Abend. Uneinigkeit könnte unser Freund sein. Was zum... Du sollst doch nicht raushüpfen, du sollst den Typen direkt eliminieren. Alter! Ezio! Das war jetzt nur wirklich nie mein Fehler. Hüpf rein. Hüpf rein. Wo sind die nächsten Waffen? Da drüben ist eine. Ist da noch jemand?
mal. Vielleicht klappt das ja. Das hat leider nicht geklappt, weil da zwei direkt waren. Schade. Hätte klappen können, wäre schöne gewesen. Wir müssen also warten, bis der Bankier wieder vorläuft und dann wieder zu. Der sollte jetzt Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Hey, prügelt sich mit der Luft, das ist absolut aufmerksam. Okay, theoretisch haben wir ihn vergiftet. Mal sehen, was passiert. Jetzt prügelt er sich mit seinen eigenen Männern. Das ist sehr schön. Also es ist definitiv unbemerkt gewesen. Und wir hätten ihn eigentlich von der Bank aus eliminieren sollen. Wir sind doof, aber lustig ist es. Was ich alles fühlte, sah und kostete. Ich bereue keinen Augenblick davon. Ein Mann mit Macht sollte den Luxus gering schätzen. Aber ich gab dem Volk, was es wollte. Und nun zahlt ihr die Zeche. Il piacere immeritato si consuma da sé. Requiescat in pace. Mal sehen, wo wir spawnen und wo wir wieder weglaufen dürfen. Sehr lustig. Ah, da hinten liegt er. Hier spawnen wir. So, jetzt wollen wir nur noch aus dem Gebiet fliehen. Na dann. Schauen wir doch mal, wo sind wir überhaupt? Wir können eigentlich direkt mal darüber zu dem Taubenschlag. Nein, das war ein bisschen zu weit. Ich glaube, ich sollte mich auch besser in Form halten. Halt! Los! Immer drauf! Schneller! Oh. Los, schneller! Du gehörst mir! So war das nicht geplant. Ah, wir können ihn nicht nutzen, solange wir nicht am Leben sind. Alles klar? Irgendwo nach vorne können wir uns verstecken. Normalerweise sehen wir nur die blauen Punkte und sonst nichts. Ja, ich bin weg. Du siehst mich nicht mehr. Du siehst mich nicht. Aber auch wenn wir es nicht geschafft haben, ihn unbemerkt zu eliminieren, lustig war's. Oh, wir sind komplett an. Na dann. Und dann schauen wir doch mal direkt hier hinten hin, weil wir haben einen Spaß. Oh, das nenne ich waghalsig. Die Chien, er wird doch jemanden verletzen. Ja, das habe ich gerade getan. Ein Kardinalspurpur. Ich glaube, das war das eines von den Dingern, die wir brauchten. Ich mach doch eben die beiden anderen Schätze da. Ja, die beiden anderen Schätze da eins. Was? Ezio! Alter!
Jetzt auch echt übertreiben. Gut, wir haben auch einen abbekommen. Dafür sind die beiden Wachen weg. Ich habe das Gefühl, die Anzahl der Wachen steigt mal wieder auf den Dächern. Wahrscheinlich aus dem Grund, dass wir einfach genügend Missionsfortschritt haben. Wir doch auch. Dann holen wir uns noch das Schätzchen. Und daneben. Ich find's lustig, dass die Leute Schatzkarten verkaufen, statt die Schätze selber zu holen. Ach, warte. Einer Laun und 1500 Fluchen. Lohnt sich. Ist da ein Steckbrief, okay. Dann verschwinden wir erstmal darüber. Diese spannende Musik, die gerade ist, das ist unglaublich. Also die Spannung regt mich auch gerade hier um. Das ist wow. Ja. Lauf entweder vorbei oder spring rein, damit du anschließend wieder rausspringen kannst, aber bleib einfach nicht davor stehen. Das Konsilio bittet alle, die die Gebäude des Riona als privaten Tummelplatz und Klettergerüst nutzen, vorsichtig bei Wäscheleinwand. Könnte gut hier sein. Durchsuch den mal. Ins Gesicht, Karl Matti! Ja, wir sind, glaube ich, auf der falschen Brücke. Wir müssen nämlich hier rüber. Zum Glück kriegen wir keine Erkältung. Aber selbst wenn, dann haben wir ein Dottore in der Nähe. Ich kann kleine Amputationen vor Ort durchführen. Ach, uns fehlt noch ein Muskat. Ich bin in der Nähe, falls ihr wiederkommt. Die beste Schmiede, aber kann ich hier noch andere Dinge tun? Geschäftsaufträge, Schrumpfköpfe. Ihr werdet sehr zufrieden sein, ich weiß es. Hey. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Danke, danke, danke. Aus dem Weg. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach... Haben wir da schon Schatzkarten. Die können wir noch mit einsacken. Okay, das ist natürlich ein Argument. Da fehlt noch das Papala Sebastian. Oder wie es auch mal hieß.
Ja. Kardinalspurpur hat uns tatsächlich gefehlt, aber uns fehlt noch mehr davon. Wo war nochmal die Bank auf dieser Insel? Verbringt mehr Zeit im Hotel. So, Geld abheben. Aber jetzt können wir uns auch die andere Schatzkarte für 17.000 leisten. Alter. 17.000. Die anderen sind falsch offen. Entschuldigung, wenn ich das so drastisch sage. Die lokale Kunst. Schatzkarten. Vatikano Banner. Eine erlesene Wahl. Vielleicht machen wir es auch einfach so, dass wir die Dinge, wie gesagt, die Dinge, die wir so unterwegs sammeln können, die sammeln wir auf jeden Fall. Vielleicht sammle ich auch einfach andere Dinge später einmal. Wer weiß, da hinten haben wir den Geschäftsauftrag, den Erinnerungsauftrag. Ich hätte gerne die anderen Sachen hier noch freigeschaltet, aber noch können wir es nicht. Wirtschaftsleistung, hier haben wir noch ein bisschen was, was wir zu boosten können. Da ist noch total kramig. Haben wir da nicht irgendwo... die Möglichkeit... Ach, F3, genau. Das Ding ist befreit, sehr schön. Ja, das Ding können wir mit dem Turm da befreien, aber da kommen wir noch nicht ran. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Dann müssen wir wohl oder übel Richtung dorthin. Irgendwo war auch ein kleines Vogelschlagding. Dio del cielo, er ist wahnsinnig. Ja, kommt von hinten nicht hoch. Ah, sie alle drüben sind viel Level. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich super finde, dass man die Dinger kaufen kann. Also die Karten dafür. Was treibt einen dazu? Nee, da drüber. Drüben drüber springen. Katze. Das Dorf Ferentino, welches vorübergeht, keine Gäste mehr mit seinen wunderbaren Thermalquellen kann. Jo, dann machen wir doch mal hier einen Auftrag. Ja, es gibt Leute, die haben Erfahrung gesammelt, ich weiß. Plattenpanzer, nice. Diese Rüstung kann aus Metallplatten kann Lebenserwartung eines Trägers auch in heftigen Kämpfen deutlich verlängern. Ihr seid zwar nicht gut bewaffnet, aber ihr seid gut gerüstet. Venezia hatte den Fünfer. 50% ist mir definitiv zu wenig. Ich muss da jetzt nochmal ganz kurz. So, Sechser, noch ein Sechser und dann können wir da eigentlich noch. Da müssen wir einen Fünfer dazu nehmen, ansonsten wäre es nämlich nur 98. Aber es sind jetzt nur noch drei. Den Dreier hier. Den machst du. Halt, da haben wir noch den Fünfer, den machen wir nicht. Den Vierer hier. Den macht ihr dann einfach mal zusammen. Das sollte auch die Dreier dann ziehen. Ich glaube, niemand rechnet damit, eines Morgens aufzuwachen und mitten in einem Krieg zu stecken zwischen zwei Geheimbünden.
Also ich nicht. Aber hier bin ich. Auf der einen Seite die Templer, besser bekannt als Abstergo Industries. Ihr Geschäft heißt Macht. In Politik, Wirtschaft, Technologie. Sie geben nicht auf, bis jeder Einzelne von uns ihnen dient. Quasi. Gegen sie kämpfen die Assassinen. Eine Gruppe, die den freien Willen der Menschen schützen will. Durch mein Blut gehöre ich zu ihnen. Vor ein paar Wochen fanden mich die Templer. Sie entführten mich, banden mich auf eine ihrer Maschinen und ließen mich arbeiten. Das Ding heißt Animus. Darin verbrachte ich viel Zeit. Erlebte die Erinnerung meiner Vorfahren, entdeckte ganze Leben, gespeichert in meiner DNA. Ich erlebte die Erinnerung des Assassinen Altair. Er war bei den Kreuzzügen. Die Templer wollten den Standort eines sogenannten Edensplitters finden. Ein antikes Artefakt, das den Willen beeinflussen kann. Sie dachten, sie hätten, wonach sie suchten. Und beschlossen, mich zu liquidieren. Aber Lucy half mir. Lucy. Als es ganz finster aussah, gab sie sich als Assassine zu erkennen und floh mit mir. Ich hoffte, das wäre das Ende meiner Pechsträhne. Aber es war erst der Anfang. Ich stieg wieder in einen Animus. Nun erlebe ich die Erinnerungen von Ezio Auditore da Firenze, meinem Vorfahren aus der Renaissance, auf der Suche nach Antworten. Durch den Sicker-Effekt werde ich nun wirklich zu einem Assassinen. Und das ist gut so, denn die Templer wollen uns alle versklaven. Sie fanden uns. Sie stürmten unser Versteck, jetzt fliehen wir und suchen nach Schutz. Doch es gibt keinen, die Zeit läuft. Mein Name ist Desmond Miles. Das ist meine Geschichte.